Ja, hallo und herzlich willkommen. In diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie überhaupt die Teppicherkennung funktioniert, beziehungsweise der Carpet Boost. Heißt also, wir wollen wissen, wie gut funktioniert das Ganze, wie funktioniert es überhaupt und gibt es eventuell irgendwelche Schwächen beziehungsweise Verbesserungen, die man selbst vornehmen kann. Wir haben jetzt hier in meinem Video einmal den Roborock S7, den iRobot S9 und den Rimi Z10 Pro. Die Hersteller stellen teilweise diese Funktionen über unterschiedliche Technologien her. Dazu werde ich jetzt im Folgenden auch immer etwas kurz einblenden, denn wir wollen uns jetzt erst einmal anschauen, wie sich die Roboter auf meinem kurzflorigen Teppich anstellen. Ja, wie den Anmerkungen schon zu entnehmen gewesen ist, nutzen hier iRobot und Dreamy die gleiche Art der Teppicherkennung. Und zwar funktioniert das bei diesen Herstellern über die Leistungsaufnahme des Hauptbürstenmotors bzw. über den Rollwiderstand der Hauptbürsten. Das heißt, wenn der Roboter über einen Teppich fährt, erhöht sich der Rollwiderstand bzw. die Leistungsaufnahme und der Roboter denkt eben oder weiß dann in Anführungszeichen, okay, hier wird wohl ein Teppich sein, ich erhöhe mal meine Saugleistung. Wir haben auf der App-Seite einen kleinen Unterschied zwischen den beiden Herstellern. iRobot ermöglicht es nicht, die Funktion komplett auszuschalten, während Dreamy das ermöglicht. Bei iRobot ist die Funktion automatisch aktiv, wenn wir auf der mittleren Saugstufe unterwegs sind. Das ist bei Dreamy auch der Fall, aber wie gesagt, wir können bei Dreamy die Funktion eben auch komplett ausschalten. Das kann Sinn machen, wenn man beispielsweise auf Hartboden unterwegs ist, der an der einen oder anderen Stelle unterschiedlichen Rollwiderstand hat, und wenn man dann verhindern möchte, dass eben an diesen Stellen, wo mehr Rollwiderstand entsteht, der Carpet Boost
anspringt, dann kann man das eben so komplett ausschalten. Und wir haben bei Dreamy die Möglichkeit einzustellen, wie sensibel das Ganze reagieren soll. Das soll so ein bisschen eine Anpassungsmöglichkeit an das Floor der Teppiche ermöglichen. Da frage ich mich aber auch, wie sinnig das ist, denn zum einen haben wir hier nicht die Möglichkeit, das pro Raum einzustellen. Das heißt, wenn ich unterschiedliche Teppicharten habe, dann bringt mir das nichts. Und zum anderen, wenn das Ganze, wie auch gerade gesehen, auf meinem kurzflorigen Teppich mit der sensibelsten Einstellung funktioniert, dann wird es ja auch auf den längerflorigen Teppichen funktionieren. Deswegen, also für mich mit einem Fragezeichen versehen, vielleicht übersehe ich da irgendwas. Vielleicht hat ja einer eine Idee von euch, warum das sinnvoll sein kann. Ja, wir haben gesehen, was jetzt die Funktionalität betrifft, wie gut das funktioniert, dass es ja ein bisschen durchwachsen ist, sag ich mal. Und zwar haben wir bei dieser Art der Erkennung das Problem, dass die nicht immer akkurat anspringt, wenn auf einen Teppich gefahren wird. Das war jetzt in meinen Beispielvideos nicht ganz so schlimm, dass das nicht so oft funktioniert hat, aber wenn man das oder die Geräte öfter benutzt, dann fällt das schon auf, gerade auch auf diesen kurzflorigen Teppichen, dass das Ganze auch mal wirklich verzögert erst eingeschaltet wird. Genau das gleiche beim Herunterfahren, dass die Funktion erst verzögert abgeschaltet wird. Teilweise kann es auch passieren, dass der Roboter dann längere Zeit im Carpet Boost dann auch auf Hardboot noch weiterfährt. Wir haben auch gesehen, dass wenn der Roboter nur zur Hälfte auf dem Teppich unterwegs ist, dann auch nicht genug Rollwiderstand erzeugt wird, um die Funktion zu aktivieren. Und was wir auch ein bisschen gesehen haben, das war jetzt bei iRobot und bei Dreamy nicht ganz so dramatisch in Anführungszeichen, dass eben auch dieses Einschalten der Funktion mit einem mit einer Art Saugleistungsverzögerung dahergeht. Das heißt, der Saugmotor braucht ja eine kleine Anlaufzeit, um seine volle Leistung zu erzeugen. Auch das spielt dann so ein bisschen in die Teppichreinigungsperformance rein. Ja, dann haben wir hier noch den Roborg 7, der realisiert das Ganze mit einem Ultraschallsensor. Das finden wir auch bei manchen Geräten von Ecovacs beispielsweise. Wie funktioniert das Ganze? Und zwar sendet dieser Sensor eine Ultraschallwelle aus. Es wird geschaut, wie lange braucht die Ultraschallwelle, bis sie wieder am Sensor ankommt. Und wenn es dann Änderungen in den Laufzeiten gibt, das heißt, wenn sich die Laufzeit verkürzt, dann geht der Roboter davon aus, okay, unter ihm befindet sich ein Teppich. Eben, wenn wir von Hartboden auf Teppich wechseln, haben wir auf Hartboden die Laufzeit X und dann eben auf Teppich die Laufzeit, die etwas kleiner ist als X, und darüber wird dann eben diese Funktion realisiert. Das Ganze ist auch etwas akkurater als die Erkennung bei Dreamy oder iRobot. Das können wir uns hier mal in der App anschauen. iRobot und auch Roborock bieten mittlerweile an, dass Teppiche eingezeichnet werden in der Reinigungskarte. Bei Roborock gibt es das schon ein bisschen länger. Und da sehen wir, dass dann die Einzeichnung meines Teppichs hier dann bei Roborock dann doch akkurater ist. Wir sehen aber auch, dass so an den Rändern das immer noch nicht hundertprozentig akkurat ist, auch bei Roborock nicht. Wir haben jetzt hier natürlich auch einen sehr flachen Teppich. Das heißt, die ganze Problematik, die jetzt hier dargestellt ist, die schwächt sich auch immer ein bisschen ab, je, sagen wir mal, teppichartiger, in Anführungszeichen, der Teppich dann auch tatsächlich ist. Also je einfacher der Roboter unterscheiden kann zwischen Hartboden und Teppich. Was man hier beim Roborock 7 leider auch gehört hat, ist, dass die Carpet Boost Funktion relativ stark verzögert erst einsetzt hier auf diesem niedrigflorigen Teppich. Ich spiele jetzt noch mal ein neues Video dazu ein. Ja, warum haben wir hier trotz der eigentlich besseren Teppicherkennung dennoch diese starke Verzögerung drin bei Roborock? Ich kann mir vorstellen, dass Roborock verhindern möchte, dass hier bei jeder kleinen Unebenheit auf Hartboden beispielsweise dann der Teppichboost direkt anspringt. Das heißt, man hat hier eine leichte
ja, Erfassungsverzögerung drin. Das heißt, wenn der Roboter über eine Distanz von vielleicht 10 Zentimetern dann erfasst über den Ultraschallsensor, okay, da haben sich tatsächlich die Signallaufzeiten dauerhaft verändert, dann starte ich den Teppichboost. Hat natürlich, wie gesehen, dann eben einen Nachteil, was das Anlaufen dieser Funktion betrifft. Und darunter wird dann auch zumindest die Tiefenreinigung der Teppiche leiden. Dazu folgt aber demnächst noch ein anderes Video. Hier geht es jetzt erstmal nur um die Umsetzung der Carpet Boost Funktion. Ob die Carpet Boost Funktion jetzt hier auch tatsächlich Auswirkungen auf das Reinigungsergebnis hat, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ich habe dazu 2 Gramm Dinkelmehl auf dem Teppichrand meines Teppichs verteilt. Also darum geht es jetzt hier primär um die Kantenreinigung auf Teppichen. Und die Roboter habe ich dann einmal mit maximaler Saugstufe, mit nur der Einfachreinigung über den Teppich fahren lassen und danach nochmal mit der Zweifachreinigung, aber dem Carpet Boost eingeschaltet, darüber fahren lassen. Das heißt, die Roboter fahren dann zunächst eben mit der Medium-Saugstufe los. Und da wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie sich das Ganze dann eventuell auswirkt oder nicht. Es geht jetzt hier nicht darum, einen Vergleich zwischen den einzelnen Robotern herzustellen. Dafür ist das Schmutzbild auch ein bisschen zu, ja, ich sag mal, unzuverlässig. Also darum geht es ja nicht. Hier wird jetzt kein Vergleich angestellt zwischen den Robotern, sondern nur eben, um zu schauen, ob die Funktionalität hier irgendwelche negativen Auswirkungen hat. Ich lasse dazu jetzt noch ein bisschen Musik laufen. Wie gesagt, es folgen 6 kurze Videoausschnitte und dann melde ich mich danach nochmal wieder. Thank you.
Ja, wir haben gesehen, dass durch die Teppichboost-Funktion eigentlich bei allen Modellen bzw. Umsetzungen die Kantenreinigung der Teppiche leidet. Das war bei allen Modellen so, dass wenn wir halt eben mit der maximalen Saugstufe auf den Teppich gefahren sind, da war das Saugergebnis nahezu perfekt. Und sobald es dann mit der Teppichboost-Funktion losgegangen ist, war auf jeden Fall die erste Überfahrt nicht perfekt. Und das wurde dann meistens durch die zweite Überfahrt dann geregelt. Wir haben auch so ein bisschen gesehen, dass die Roboter so ein paar Macken haben, in Anführungszeichen. Darauf gehe ich jetzt aber in diesem Video nicht nochmal explizit ein, sondern das folgt dann nochmal in einem separaten Video, wo es dann auch um die Reinigungsleistung genau zwischen diesen drei Modellen geht, also wie gut die dann tatsächlich Teppiche reinigen. Man kann aber sagen oder festhalten, also meine Empfehlung ist auf jeden Fall, dass man zumindest die Zweifachreinigung für Räume benutzt, die Teppiche beinhalten und dann eigentlich auch noch für das Optimum die maximale Saugstufe direkt aktiviert. Dann kann man auf jeden Fall sicher sein, dass der Roboter das bestmöglichste Ergebnis abliefert. Da ist natürlich dann die Frage, wie kann ich das in der App umsetzen? Und da hat iRobot meiner Meinung nach Stand jetzt noch die Nase vorn, denn bei iRobot kann ich planbar festlegen, ob der Roboter den Raum in der Zweifachreinigung oder auch teilweise Dreifachreinigung, das ist da mit einer Automatik geregelt, reinigen soll. Das kann ich bei Roborock oder Dreamy nur auswählen, wenn ich eine separate Raumreinigung durchführe. Da muss ich dann jeden Raum einzeln anklicken und dann noch die Zweifach- oder Dreifachreinigung auswählen. Das kann man dann bei den beiden zumindest dann auch manuell auf Dreifach stellen. Und dann kann ich das so reinigen. Aber da ist es leider nicht planbar. Das ist schon mal so ein kleines Komfortbonus, was iRobot da hat. Und iRobot hat aktuell auch noch den Vorteil, dass man Zonen in die Reinigungskarte einzeichnen kann und diese auch permanent beibehalten kann. Das heißt, ich kann eine Reinigungszone Teppich machen und die wird dann wie ein Raum behandelt. Und damit kann ich dann auch eine planbare Reinigung durchführen. Das heißt, wenn ich beispielsweise mittwochs immer meine Teppiche gereinigt haben möchte, dann kann ich dann auswählen, eben mittwochs 17 Uhr, Teppich 1, 2, 3 und dann wird er dann gereinigt. Ein Nachteil, den iRobot noch hat, ist, dass ich andere Settings, also wie beispielsweise die Saugleistung oder auch bestimmte Hinderniserkennungsmethoden, die kann ich aktuell nicht pro Raum separat festlegen, sondern die kann ich dann auch bei iRobot nur global festlegen. Da hat zum Beispiel Roborock einen Vorteil, dass man da pro Raum dann einzelne Optionen auswählen kann. Da hat iRobot aber auch schon angekündigt, mit einem Software-Update, was jetzt mittlerweile langsam ausgerollt wird, dass sich auch das dann demnächst bei iRobot einstellen lassen kann. Da hat dann eben für mich iRobot, oder das müsste man ja auch faktisch so sehen, iRobot dann noch einen Vorteil, was die App-Seite betrifft. Ich hoffe, dass dann Roborock auch oder Dreamy oder auch andere Hersteller dann auch mal hingehen und zumindest das permanente Anlegen von Zonen ermöglichen, also Reinigungszonen, nicht No-Go-Zones, sondern wirklich Reinigungszonen und dass man die dann auch wie einen Raum behandeln kann. Weil das ist wirklich teilweise wirklich ein Komfortzuwachs, weil man auch dann Bereiche wie beispielsweise unterm Esstisch nach dem Frühstück mal eben kurz anfahren lassen kann und dann reinigen lassen kann. Ja, das war's zu diesem Thema. Wie gesagt, ein ausführlicher Teppichreinigungsvergleich zwischen genau diesen drei Modellen, der folgt dann noch. Den möchte ich auch deswegen machen, weil ich dann sehen möchte, ob denn die auf dem Papier Mehrleistung des Roborock S7 Max V beispielsweise, ob man die dann auch tatsächlich bei der Teppichreinigung, da wird es dann insbesondere eine Rolle spielen, dann auch sehen kann oder ob dann, wie wir jetzt hier auch schon gesehen haben, jetzt spoilere ich doch schon ein bisschen, die Hauptbürste da dann doch etwas mehr im Weg ist, als man möchte. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.